Heute soll es mal wieder um eine Deo-Creme gehen. Ich verwende Deo-Creme schon eine ziemlich lange Zeit. Das ist jetzt eine komplett neue Marke für mich. Das ist NIOC. Und was ich von diesem Produkt halte, sage ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal, die kleine Coco. Wir sprechen heute mal über eine Deo-Creme. Ich habe schon Wolkenseifen getestet, ich habe Schmitz-Deo getestet, ich habe Ben & Anna getestet, so heißen sie, glaube ich. Dann Ponyhütchen darf man nicht vergessen und das Alverde-Deo, was jetzt auch im DM gibt. CD hat jetzt auch ein neues rausgebracht, das werde ich auch noch testen. Und das hier ist wieder eins, was mehr in Richtung gut geht. Ne? Also bei dem Alverde Deo war es ja so, dass hier mit immens viel Alkohol gearbeitet wurde, was das Deo im Endeffekt unbrauchbar macht, wenn du dich gerade unterm Arm rasiert hast. Das brennt. Das brennt wirklich. Und der ein oder andere wird da natürlich auch eine Hautreizung kriegen. Hier haben wir wieder 100%ige Naturkosmetik. Und ich habe die Duftrichtung Peach mir geholt, weil ich Peach einfach liebe. Ne? Also ich habe mich zuerst gefragt, so, ob Peach das, ob das geht bei mir mit Deo und so, weil du brauchst ja immer einen Duft, der eben deinen eigenen Schweiß überdeckt. Deswegen verwendest du ja Deo. Aber im Endeffekt finde ich die Duftrichtung richtig gut. Also es ist nicht so ein künstliches Peach, sondern es ist so ein, ja, sehr natürliches Peach mit einer Zitrusnote. Also es riecht ein bisschen säuerlich im Nachhinein. Finde ich richtig gut. Also es ist nicht knatschsüß. Also es ist wirklich gut als Deo geeignet und riecht recht frisch vom Duft her auch. Ich kann natürlich über die anderen Duftrichtungen von NIOC nicht sprechen. Das musst du einfach mal ausprobieren. Weil es kann vor allem immer auch mal sein, dass wenn du mit einem Deo nicht wirklich zurechtkommst, dass wahrscheinlich die Duftrichtung nicht die richtige ist. Also dass das einfach mit deinem Schweiß dann nicht übereinstimmt und du eben dann auch durchriechst irgendwann. Auf der Verpackung steht hier, dass es ein Antitranspirant ist. Finde ich schwierig. Es ist kein Aluminium drin. Zum Thema Aluminium gibt es übrigens neue Studienlagen. Da hat die MyLab sogar ein Video schon drüber gemacht. Vielleicht interessiert dich das, wenn du arge Probleme eben mit Nässe unterm Arm hast. Habe ich jetzt wiederum gar nicht. Ich habe es trotzdem mal an Stellen, die ich dir jetzt nicht sage, aufgetragen, wo ich ein bisschen nasser schwitze. Fand es halt schon so ein bisschen zurückgehalten, aber nicht wirklich viel. Also als richtig standhaftes Antitranspirant steht es definitiv nicht. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe es jetzt eine ganze Weile ausgetestet und man soll ja nicht arg viel davon nehmen, also es ist natürlich unwahrscheinlich viel draußen. Viel hilft in der Form selbstverständlich nicht. Daher kannst du durchweg auch sparsam sein. Man muss das Deo aber, finde ich jetzt in meinem Fall, exakt auftragen. Also oftmals hat man so einen Automatismus drin, wo man schnell mal links, rechts unter den Arm schmiert. Aber wo es so heiß war, habe ich das dann schon auch abends gemerkt. An den Stellen, wo ich es nicht aufgetragen hatte, habe ich durchgerochen. Ist ein bisschen unappetitlich, aber entspricht halt eben der Wahrheit. Also das hatte ich beispielsweise bei einem Wolkenseifendeo oder bei einem Ponyhütchendeo in der Form nicht. Habe ich mir jetzt mehr Mühe gegeben bei dem Ponyhütchendeo oder war die Menge nicht ausreichend, kann ich dir an der Stelle nicht sagen. Also es ist mir schlicht und ergreifend aufgefallen, dass ich da abends dann doch irgendwie, aber nicht durchweg, das war ganz komisch, sondern an manchen Stellen eben schlecht durchgerochen habe. Also es war nicht so wie, als wenn das Deo komplett versagt hatte, sondern man hat richtig gemerkt, die Stellen, die ich eben nicht eingerieben habe, die haben dann nicht ganz so angenehm gerochen. Es ist recht sparsam, also du brauchst wirklich nur eine Fingerspitze und trägst es dann unter der Achsel auf. Es ist natürlich eine Umgewöhnungsphase, wenn du vorher Deo-Spray verwendet hast oder irgendwie einen Deo-Roller. Ich war früher so jemand, der viel Spray verwendet. Roller fand ich immer so ein bisschen eklig, ich weiß auch nicht. Also da konnte ich mich nie irgendwie dran gewöhnen.
Deo-Creme habe ich mich dann irgendwann wirklich dran gewöhnt und man bekommt schon relativ viel aus so einem Glas raus. Fakt ist, das ist zum Aufbrauchen. Ich kritisiere ja an solchen Produkten auch immer, wenn sie zu groß sind. Mein Ponyhütchen-Deo ist mir zum Beispiel gekippt. Also wenn ihr irgendwelche Hautreizungen irgendwo bekommt, müsst ihr das Produkt wirklich absetzen. Das hier sind jetzt 40 Gramm und die sind zum Aufbrauchen. Das ist definitiv kein Problem. Ich finde auch die Verpackung, die ja eben plastikfrei ist. Wir haben hier einen Metalldeckel. Finde ich auch eine tolle Sache. Es muss irgendwie so ein Standardglas sein. Von der Variante hatte ich auch schon mal eine Zahncreme. Genau das gleiche Glas. Das muss irgendwie so eine Standardsache sein. Bin mal gespannt, wie oft mir das Glas noch begegnet. Nioc finde ich ist eine tolle Sache. Aber wie schon gesagt, dieses 2 in 1 finde ich ist so ein bisschen irreführend. Weil ich einfach der Meinung bin, wenn jemand wirklich Probleme hat mit starkem Schwitzen, wird er damit nicht glücklich. Nee, ha-ha. Weil das hält nicht genug Nässe zurück. Also da ist man dann eher auf der Seite, wenn man ein normales Deo braucht, dann ist es vollkommen in Ordnung. Und es ähnelt auch von der Konsistenz jetzt beispielsweise dem Ponyhütchen und dem Wolkenseifendeo. Ich glaube eher dem Wolkenseifendeo, das war eher so ein bisschen weicher und pastiger. Und das macht die ganze Sache auch so ein bisschen sparsamer. Wenn man das Ganze jetzt mit dem Alverde-Dio vergleichen würde, das war ja eher so eine Creme. Wir haben hier jetzt so eine Paste und die ist einfach ein bisschen einfacher aufzutragen, finde ich. Also auch mal von dem Aspekt her vom Alkohol. Es brennt halt überhaupt nicht unterm Arm. Also ich trage das auf nach dem Rasieren. Da ist überhaupt nichts. Also ich vertrage das von der Haut her einfach richtig gut. Falls du das Produkt kennst und andere Erfahrungen gemacht hast, wie ich jetzt gemacht habe, schreib das gerne unten in die Kommentare. Das ist immer wichtig für meine Zuschauer zu sehen. Da gibt es auch andere Meinungen zu dem Produkt und jeder Körper ist anders. Jeder kommt mit einem Produkt anders zurecht. Also gerne unten in die Kommentare, falls du dieses Produkt schon kennst. Ich finde es halt großartig, dass es plastikfrei ist, also dass komplett auf Plastik verzichtet wurde, weil oftmals sieht man eben noch beim Deckel den sogenannten Plastikdeckel oder einen Plastikring im Deckel drin. Also da wurde tatsächlich wirklich drauf verzichtet und der Duft ist großartig. Ich mag es total gerne. Es erinnert mich so ein bisschen an Pfirsicheistee, aber das ist sehr weit hergeholt. Ich liebe den Duft. Kennst du das Produkt? Schreib das also unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.